Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch präsentieren ein ganz schnelles Rezept, kann man sagen Blitzrezept, und kann man ihn nennen Zimtschneckenkuchen. Weil es wird nicht aus Hefeteig oder aus dem Teig gedreht, Zimtschnecken, sondern werden die in die Form einfach diese Muster gegeben. Und so sieht er aus. Und jetzt ist der nur ein bisschen lauwarm. Wir werden jetzt ein Stückchen abschneiden und ich zeige euch, wie er innen drinnen aussieht. Und wenn mal so ein Besuch angekündigt und ihr habt nichts im Haus, da könnt ihr dieses Kuchen wirklich mal backen, weil es geht wirklich sehr, sehr schnell und schmeckt sehr, sehr lecker. So, nehmen wir das rein und schaut, wie locker sieht er aus. Richtig schön locker. Und durch das diese Zimtmasse, was wir da reinrühren, das sieht wie so Zimtschnecken. Und jetzt probieren wir. Schaut, wie locker sieht er. Ich habe nur 2 gehäufte Teelöffel Zimt reingegeben, aber ich glaube, es könnte sogar ein bisschen mehr sein. Es ist zimtig, aber nicht so richtig krass zimtig. Und mit Zucker, da müsst ihr mal selber schauen, wenn ihr so richtig süß mögt, dann nehmt ein bisschen mehr Zucker, als ich in meinem Rezept angegeben habe. Sehr lecker. Und jetzt noch so frisch und leicht lauwarm, braucht man nun die Tasse Kaffee. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und vielleicht einer oder die andere das nachbackt, weil jetzt gerade zu dieser Winterzeit passt perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen. Als Erste bereiten wir den Teig. Mehl unbedingt 7. Und in Sieb gleich dazu Backpulver geben, weil ihr wisst, manchmal in die Päckchen Backpulver so klumpft. Und das ist wichtig, durchzusieben, dass wir dann im Teig keine kleinen Klumperchen von dem Backpulver haben. Prise Salz und sieben wir das auch durch. Schaut. Einfach durchdrücken. Geben wir dazu brauner Zucker, Vanillinzucker 2 Päckchen oder wenn ihr selber macht, einfach 1 Teelöffel Vanillinzucker wird das ausreichen. Verrühren wir jetzt trockene Zutaten miteinander. So, mache eine Mulde und gebe alle flüssigen Zutaten dazu. Geschmolzene Butter, Eier und Milch. Und werden wir einfach alles verrühren. So, glatt verrühren, fertig. Mehr brauchen wir nicht. Stellen wir an die Seite und werden wir jetzt eine Zimtfüllung machen. Bevor wir anfangen mit der Zimtfüllung, machen Sie bitte Ihre Backofen zum Vorheizen auf 180 Grad. Umluft. Ich habe jetzt geschmolzene Butter genommen, gebe dazu brauner Zucker, Zimt. In meinem Fall habe ich richtig 2 so eine gehäufte Teelöffel genommen, aber richtig schön großzügig. Ihr könnt es nach eurem eigenen Geschmack anpassen. Kann man bis 2 Esslöffel dazu geben, dass richtig schöne zimtliche Geschmack vorkommt. Verrühren und dann noch ein bisschen Milch. Die alle Zutaten zu diesem Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, und jetzt können wir unseren Kuchen zusammen machen. Nehmen wir uns eine Form. Ich habe in meine Form Backpapier drauf gemacht, weil es ist mir bequemer immer ziehen auf den Gitter zum Abkühlen. Kann man, muss man aber nicht. Was muss man aber machen? Das ist aber die Form einfetten. Ob ihr es macht mit Backtrennmittel oder mit Butter, es ist euch überlassen. So, es geht jetzt erstmal unser Teig rein. Streichen wir erstmal glatt den Teig. Und dann geben wir oben drauf unsere Butter-Zimt-Mischung. Und dann kann man oder Gabel nehmen, Stäbchen nehmen, irgendwas.
in der Hand und einfach ein Muster reinmachen. Und am besten sogar noch so ein runde Muster, wie die Zimtschnecken sind. So, dass die Zimtmischung in den Teig reingeht und macht dann schöne Muster. So, jetzt geht unser Kuchen in den Backofen ungefähr so 25-30 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, mein Kuchen habe ich jetzt 30 Minuten gehalten. Ist richtig schön, vielleicht knusprig, so braun, tut das Zimt aber nicht verbrannt. So, wir lassen ihn jetzt kurz abkühlen, dann ziehe ich es auf die Gitter zum Abkühlen und wir machen dann erstmal noch diese Topping für oben oder wie nennt man nicht noch Fröstling, glaube ich, dass er so schön weiß und lecker ist. So, für die Topping habe ich schon hier den Puderzucker durchgesiebt. Durchsieben ist das wirklich wichtig, dann ist das besser alles zu vermischen. So, durchgesiebte Puderzucker gebe ich dazu 2 Esslöffel Creme Fraiche. Könnt ihr auch Frischkäse nehmen. Frischkäse ist viel fester, weil reicht das für diese Mähne. Dann eventuell kann man auch so einen Schluck von Milch dazu geben, 1-2 Esslöffel, dass es so eine geschmeidige Masse ist. Mal schauen, wie wir das hier jetzt haben. So, für den Geschmack gebe ich auch noch ein bisschen Vanillearoma, aber diese flüssige Vanillearoma, so ungefähr 1 Teelöffel. Verrühren. Und weil ich Creme Fraiche genommen habe, schaut ihr, mein Topping ist nicht zu so fest und hart. Probiert ihr? Lecker. Wenn es euch der Zucker zu wenig, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Puderzucker dazugeben, weil ich habe jetzt wirklich nur 30 Gramm genommen. Vielleicht eventuell könnt ihr mal auch 50 Gramm nehmen. Aber es ist auch Geschmackssache. Wir lassen kurz unseren Kuchen erstmal abkühlen und dann geben wir das oben drauf. So, ungefähr 5 Minuten habe ich jetzt stehen gelassen, ist ganz bisschen abgekühlt und jetzt geben wir unsere Topping oben drauf, einfach so verteilen. Sieht wie ein Frost an unserem Kuchen. Deswegen dieser Name Fröstling passt wirklich gut dazu. Und das geht wirklich so schnell und es ist auch nicht viel Arbeit mit diesem Kuchen. So, jetzt kann man ihn einfach richtig abkühlen lassen. Wenn ihr wollt, dass diese Topping oben richtig etwas fester wird, dann kann man auch in den Kühlschrank oder irgendwo in die Kühle mal kurz stellen, dass es richtig etwas fester wird. Sonst eigentlich, es schmeckt so wunderbar lecker. Ich mag es lieber so, wenn es dann noch so ein bisschen so klebrig ist. Genau 2 Esslöffel von der Creme Fraiche für diese Portion gereicht. Jetzt können meine Gäste kommen. Der Kuchen ist fertig und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Nachbacken. Es schmeckt wunderbar lecker und geht sehr, sehr schnell. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!